Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Last of Us, ihr Lieben. Wir sind jetzt irgendwo in einer Stadt gelandet. In der letzten Folge haben wir super, die Leute eliminiert und jetzt sind wir auf dem Weg, uns irgendwo hin zu verkrauchen. Auf jeden Fall, ich habe ein ganz großes Problem, denn die Sonne scheint gerade auf mein Bildschirm. Ich sehe Joel absolut gar nicht. Ich hoffe, das wird mich jetzt nicht stören, wenn ich jetzt irgendwie schießen muss. Das wird ein bisschen ziemlich doof werden, sag ich mal. Schauen wir mal. Ich hoffe, sie kommen nicht auf die linke Seite. Rechts wäre diesmal sehr gut, meine Lieben. Solltet ihr mich erschießen wollen, bitte einmal rechts. Danke. So, wir tauschen einmal. Nicht besonders viel. Wir gucken einmal hier um die Ecke. Wie viel haben wir hier? Nichts. Es muss einen besseren Ausweg geben. Was ist das denn? Stoff. Ja, Joel, keine Sorge. Wir machen das schon. Kommen wir eigentlich hier rein? Mit dem Fahrzeug. Ach, ich glaube, von hier sind wir reingedüst. Wo zum Henker sind wir hier reingekommen mit unserem Fahrzeug? Na, wir gehen ganz sicher nicht hier zurück. Gut. Oh, Gott sei Dank, die Sonne verkrümelt sich. Die Sonne verkrümelt sich. Ich sehe wieder halbwegs was. Nein, Sonne, komm. Nein, Sonne, bitte nicht wieder rauskommen. So, nehme ich. Das nehme ich mal nicht. Schränke. Ja, komm, nehmen wir. Oh, Gott sei Dank. Ich sehe meinen linken Bildschirm wieder. Das ist zumindest sehr gut. Ah! Na los! Zieh! Okay, jetzt. Ich hätte Rückenprobleme. Mit irgendwas aufzuheben. Hier drin ist echt ziemlich krasses Zeug. Ellie! Gut. Okay, los! Okay, es geht schon. Es geht schon. Pass auf die Fingerschienen auf. Da. Was ist denn hier passiert? Verdammte Hunter. Es hätte uns treffen können. Mann, es sind so viele, die es nicht geschafft haben. Ich wusste, ich hätte den Truck drehen sollen. Rauchbombe. Wir leben. Gerade so. Los, verschwinden wir hier. Betäuben, okay. Interessant zu wissen. Das nehmen wir mal mit. Lesen. Schuhe 4-mal, Jacke, sonstige Kleidung 6-mal, Reifen 4-mal, Medizin, diverse Medizin 2-mal. Okay, das sind Listen, wann sie was genommen haben oder bekommen haben.
So, lasst mal schauen. Was haben wir denn hier? Ein paar Rauchbomben. Messer wären sehr interessant. Oh. Ja gut, das hätte man nehmen können. Und ich habe nur 15. Alles klar. Oh, steck das weg. Ja, gut. Gut. Woher wusstest du's? Was denn? Das mit dem Überfall. Ich kenne beide Seiten. Oh. Und bringst du viele Unschuldige um? Das heißt dann wohl ja. Versteh es, wie du willst. Naja, man versucht zu überleben, ne? Diese Typen wohl. Oh, Gewehr. Ja, sind alle umgenietet worden. So ein bisschen Gewehrschuss, das ist sehr gut. Verbesserte erste Hilfe. Schienung. Schienen werden zur Stabilisierung verletzter Körperpartien benutzt. Okay. Eindringlinge werden erschossen. Auf Überlebende wird nochmal geschossen. Das ist mein Motto. Schießt einfach 5-mal drauf. Eine Karte der Hunter-Hinterhaltpunkte. Ach du Scheiße, werde ich mir doch nie im Leben merken. So, ich würde gerne. Alles klar, kann ich nicht machen. Was habe ich denn hier? Dann an die Arbeit. Joel, was machen wir? Ich tune die jetzt einfach mal. Machen wir das einfach mal. Dann schießen wir einfach ein bisschen mehr. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut, Joel. Lasst uns Leben retten. Das kann ich auch so perfekt. Ellie, nicht anfassen. Musst du immer alles anfassen, mein Kind? Ich glaube nicht, dass sie infiziert waren. Nö, aber vielleicht verbrannt. Wir müssen weiter. Okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Hey, Ellie! Langsam! Wart auf mich! Kinder. Was? Ich bin hier. Wie wär's, wenn ich vorgehe? Und dann nicht so laut. Okay. Hallo, bitte tötet mich nicht. Ich komme in Frieden. Oh. Tabletten. Wie lange können sie uns noch beschützen? Ich pfeife. Du kommst gleich eine Backpfeife. Oh, noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Oh, das ist Wahnsinn. Leute, ich kann auch nicht pfeifen, ne?
Das würde Ellie gefallen. Terminierungsschock. Dr. Danny Starr träumt vom Weltall. Im Jahre 2186, sorry, war kurz abgelenkt, hat die Menschheit das Sonnensystem erobert, aber die Fesseln der speziellen Relativitätstheorie hindern sie daran, weiter vorzudringen. In ihrer Forschungsanlage auf Ganymed, was steht Daniel kurz vor seinem Durchbruch, der sind wir alleine? Gute Frage. Nächste Frage. Ihr sterbt, bevor wir verhungern. Geil. Was war hier los? Waren das Jäger? Waren das auch Hunter? Süß. Und nein, ich tippe auf das Militär. Warum wurden so viele getötet? Nicht genug Platz für alle. Also tötet man sie? Und Tote werden nicht infiziert. Man opfert einige und rettet viele. Das ist doch scheiße. Ja. Na, da oben, da schießt mich doch gleich einer. Das ist so. Was war das? Ich weiß nicht. Ellie, Deckung. Schießen gelernt. Ellie, runter! Du hast bei einem ganzen Schwarm nichts getroffen. Ich treff dich gleich. Wow, du bist ja echt sauer. Wenn du Nachhilfe brauchst, helfe ich dir gerne damit. Lass mich in Ruhe. Ich werde eh gleich wieder entdeckt werden. Die sind beim Highway unterwegs. Würde mich nicht wundern, wenn sie Eindringlingen begegnet sind. Das ist eine Goldmine, Goldlachspilze. Vielleicht können wir etwas plündern, während wir warten. Hier gibt's nichts. Gehen wir weiter. Vielleicht lasse ich sie auch einfach jetzt gehen. Scheiß drauf. Ich warte nicht länger. Lasst uns nachsehen, was die machen. Die machen den Scheiß jedes Mal. Ich schwöre, Mann. Wenn die uns schon wieder hinhalten. Ja? Was machst du dann? What's up? Ja. Ah, oh, der eine sieht mich. Ganz so aus. Ah, Scheiße, komme ich da nicht hoch? Vielleicht hier lang? Ach, ich bin Doofkopf. Ich glaube, das wird kein Spaß hier. Zur Brücke ist es noch weit. Wir schaffen das. Können wir das schaffen? Ich hoffe es. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. So sehen die meisten Zonen aus. Der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen. Ohne Pfeile. Geil, kann ich meine Fingernägel feilen? Gebt uns Lebensmittel. Warum wurde kein Essen verteilt? Manchmal gab's nichts mehr. Meistens behielten sie es selbst. In Boston war das nie so. Glaub mir, es passierte dauernd.
Wir haben Treue an das übelste Gesinde verloren, das je eine Waffe in der Hand hatte. Aber die Schweine sind schlau. Sie haben einen unserer Granatwerfer gestohlen. Wir hatten keine Chance. Zusammen mit dem Strip District genommen, kontrollieren sie jetzt den ganzen Fluss. Für den schwierigen Rückzug ist fast nur noch die Hälfte unseres Trupps übrig. Ich bete zu Gott, dass Jeremy und Pam noch leben. Sie sind auf der anderen Seite des Flusses stecken geblieben. Entschuldigung. Was habe ich hier? Korrupte Schweine. Irgendwas ist hier. Ihr sterbt, bevor wir verhungern, kennen wir. Ah, oh, das wird doch laut. Ich höre Hunter. Ja, ich auch. Seid einfach leise, solange wir noch hier sind. Okay. Wir haben die ganze Nacht Eindringlinge hier. Oh ja, da hast du mitgemacht. Hab davon gehört. Ja, das eine Mädel wollte einfach nicht aufgeben. Die hatte echt verdammt viel Energie. Es hat ein paar Minuten gedauert, die anderen zu erledigen. Und 5 Stunden, um sie zu... Entschuldigung, das war gerade so ein... Wo sind die? Wir sollten gerade aufgeben, als er angefangen hat zu schießen. Zwei haben sie beschäftigt. Ich habe mein Gewehr geschossen. Oh, shit. Mist, du hättest sie leben lassen und zu einer von uns machen können. Niemals. Die Göre, die hätte uns im Schlaf gesetzt. Günstig. Lade nach. Joel! Scheiße. Gottchen. Ich habe deine Mütze weggeschossen, Kumpel. Oh, ja, sorry, wollte nachladen. Schon wieder X gedrückt. Das kommt von hinten. Ernsthaft? Lade mal nach. Gut, wir sind voll. Toll. Jetzt habe ich hier was ganz Tolles vor mir zu liegen und ich habe mein anderes Teil aufgerüstet. Mit einem Finisher. Was habe ich denn da? Hä? Ich habe schon wieder was in so eine Rolle gesehen. Und nehme sie einfach nicht auf. Der liegt ja geil da.
alles mitnehmen, was ich finde. Wartet mal. So, sorry. Musste gerade mal kurz was nachgucken. Was so? Und ich dachte, ich wäre blind. Schwein. Den hab ich. War jetzt aber nicht so. Das war voll der Schädel. Aus Aggression. Ach, eben. Joel, das ist ja wirklich sehr ungünstig. Bitte einmal zurück. Danke. Alter, Leute, sorry, falsche Knöpfe. Ich wollte gerade eigentlich was an... Scheiße! Ja, naja. Aua! Okay, los! Nein! Oh Gott! Gib mir Deckung! Ich hab ihn. Ich sollte ganz schnell abhauen. Geh weg von ihnen! Ich brauche einen besseren Knüppel. Ist er da drüben? Hier ist er nicht. Hallo. Oh Gott. Nein. Er ist auf jeden Fall oben. Ach, nee. Ruhig, mein Brauner. Die Sonne steht schon sehr tief. Sehe sie hier aber auch nicht. Ui. Geh vor. Lade nach. Hinter mir dürfte nichts kommen. Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden gerade. Hast du Schweinkumpel? Oh. Ernsthaft?
Ups. Ach, doch nicht. Habe ich jetzt noch jemanden gehört? Elle, komm mit. Ich muss weg, D. Oh Gott, Ellie! Ich bin konzentriert, du Doofnuss. Oh Mist, töte mich nicht. Bitte, lass mich gehen. Sorry, der könnte uns verraten. Verdammt knapp. An den Rand des Universums und zurück. Ertragen und überleben. Wie bitte? Savage Starlight. Ich kann nicht nachladen? Den ich gelesen habe, das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben. Ja. Okay. Oh mein Gottchen. Ich glaube, es ist sauber hier. Okay, Verräter. So, lass... Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Okay, machen wir etwas Stimmung. Bereit? Zwei Kannibalen essen einen Clown, sagt der eine. Schmeckt komisch. Was ist das? Ein Witzebuch. Witze und Wortspiele Band 2 von Will Livingston. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Im Blumenladen. Haben Sie auch mal geritten? Toll. Verstehe. Bist du fertig, Ellie? Wie nennt man einen Keks unterm Baum? Ein schattiges Plätzchen. Oh Mann, jetzt habe ich Hunger. Geh nie tief ins Wasser. Da tief. Kapierst du den? Natürlich nicht. Ich war süchtig nach Seife. Jetzt bin ich clean. Okay, den kannte ich noch gar nicht. Okay, ausgewitzelt. Das ist sehr schön, denn ich würde hier nämlich gerne eine Folgenpause
Pause machen, genau. Ein Folgenpäuschen machen, Leute. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.